Vielleicht hast du sogar schon mal eins meiner Produkte gekauft. Als ich meiner Oma damals erzählt habe, ich mache jetzt Amazon FBA, dann meinte sie zu mir, Junge, da habe ich ja noch nie was von gehört. Sie meinte damals Amazon. Wir sprechen heute vor allem über diese drei Buchstaben darunter, dieses FBA, was das für eine Möglichkeit ist. Du weißt wahrscheinlich schon, dass Amazon FBA eine Art Online-Geschäftsmodell ist, beziehungsweise eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, die jetzt immer größer wird, immer mehr Leute, die sich für dieses Thema interessieren und das Potenzial hinter diesem System, was ich dir gleich erklären werde, verstehen und dabei sind, sich damit wirklich was Eigenes, Unternehmerisches aufzubauen. Ganz wichtig an dieser Stelle, ich werde in diesem Video auch darauf eingehen, was meiner Meinung nach der große Unterschied zwischen Amazon FBA und den meisten Online-Businessen ist, die man hier auf YouTube so vorgestellt bekommt. Ganz kurz, bevor wir loslegen, mein Name ist Niklas Spielmeier, ich bin seit über 3 Jahren selbst aktiv in diesem Geschäft tätig und mache diesen YouTube-Kanal seit etwas mehr als 1,5 Jahren und helfe Menschen einfach genau damit, erfolgreich zu werden. Aber heute, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns wirklich vom Sockel auf damit beschäftigen, was Amazon FBA überhaupt ist, was das bedeutet und warum ich damals damit angefangen habe. Also, lasst uns starten, und zwar mit dem Anfang und dem Grund, warum Amazon FBA so greifbar für jeden ist, weil du wahrscheinlich selbst schon mal auf Amazon eingekauft hast. Vielleicht bestellst du sogar regelmäßig was auf Amazon oder hast einfach mal in irgendeinen DHL-Postwagen reingeguckt und hast dich gefragt, ist das überhaupt noch DHL oder verschickt nur noch Amazon-Pakete? Das bedeutet, offensichtlich ist dieser Marktplatz Amazon unglaublich erfolgreich. Ja? Jeder sieht das, also jeder, selbst meine Oma mittlerweile sieht das. Ja? Und das Witzige ist, dass man als Kunde, der jetzt auf Amazon kauft und irgendwas eingibt, ja, du kannst ja mal gucken, was du als letztes gekauft hast auf Amazon, wenn du in deinen Amazon-Account reingehst, mal deine Bestellung anschaust, was sind das für Produkte drin? Und was man als Kunde nie überlegt ist, wer verkauft eigentlich diese Produkte? Denn wenn du mal genau hinschaust, dann siehst du klar, auch hier haben wir größere Marken wie Apple, Adidas oder Nike. Aber wenn du, wie gesagt, mal durch deine bestellten Produkte durchgehst, dann wirst du sehen, dass der Großteil dieser Produkte keine Markenprodukte sind. Sondern irgendwie No-Name oder irgendwelche unbekannten Namen, die da draufstehen. Ja? Und genau das sind sogenannte Dritthändler. Menschen wie ich, die über Amazon Produkte verkaufen. Das bedeutet, worum es hier geht oder was dieses Geschäftsmodell erstmal darstellt, ist, dass man selbst Produkte, ganz normale Produkte, stinknormale Produkte, das können Blumentopf sein, das kann eine Knoblauchpresse sein, das kann ein Rucksack sein, eine Tasche, ein Gartenschlauch, was auch immer, über die Plattform Amazon verkauft, wo ja schon Millionen von Kunden jeden Tag sind. Ja, das heißt, man macht jetzt nicht irgendwie, wie das andere machen, zum Beispiel man macht eine eigene Webshop auf, eine eigene Internetseite und so weiter und so fort, sondern verkauft die Produkte wirklich über diese Plattform Amazon. Und jetzt wird es richtig interessant, denn wofür steht dieses FBA? Englisch gesehen steht das Ganze für Fulfillment by Amazon. Übersetzt im Grunde genommen bedeutet das auf Deutsch, Amazon übernimmt den gesamten Prozess hinter diesem Online-Handel für dich. Denn wenn wir mal kurz überlegen, wie das Ganze vonstatten geht, dann haben wir hier am Ende, ja, das bist du jetzt vielleicht gerade, einen Kunden, der sitzt vor seinem Laptop, ja, boom, hier ist Amazon auf, ja, und der bestellt jetzt irgendwas. So, du gehst auf Amazon und bestellst ein Produkt. So, jetzt ist hier vorne dieses Unternehmen Amazon, du bestellst was bei Amazon, boom. So. Jetzt aber muss ja Amazon sozusagen oder irgendjemand dieses Produkt, sagen wir einfach mal, wir hätten hier so einen Bilderrahmen jetzt, einfach nur als Beispiel, ja, einen Bilderrahmen, das hier ist das Produkt, nehmen und es muss irgendwie zum Kunden kommen. Und genau diesen gesamten Prozess, den übernimmt Amazon. Bedeutet, was macht Amazon konkret? Amazon lagert Produkte. Das heißt, du brauchst kein eigenes Lager oder musst eine Garage haben oder
ein eigenes Büro oder irgendwie sowas erstmal. Ja? Das heißt, Amazon lagert die Produkte. Wenn ein Kunde bestellt, dann übernimmt Amazon die Zahlungsabwicklung. Ja, das Coole ist ja, du bist bei Amazon registriert und du musst nicht jedes Mal deine Kreditkarteninformationen oder sowas wieder eingeben oder erstmal das Vertrauen des Kunden aufbauen, weil Amazon hat dieses Vertrauen. Ja, du hast also von dem ersten Tag vertraut der Kunde dir, obwohl du ganz neu bist auf dem Markt, weil der nur dieses Amazon-Logo sieht und denkt, ey, Amazon, alles klar. Also übernimmt Amazon auch die Zahlungsabwicklung, das heißt, auch da musst du dich um nichts kümmern. Und jetzt der entscheidende Punkt, Amazon übernimmt auch den Versand von dem Produkt, die lagern es ja offensichtlich, von dem Produkt zum Endkunden. Das bedeutet, im Grunde genommen, ja, sagen wir mal, das hier bin ich jetzt gerade, das ist das, was du vielleicht auch mal sein möchtest oder vielleicht auch mal sein wirst. Ja. Und ich habe hier auch meinen Laptop. Und ich habe mir jetzt ein Produkt ausgesucht, den Bilderrahmen, den verkaufe ich über Amazon und während ich hier bei mir zu Hause sitze und nach meinem zweiten Produkt gucke, bestellt irgendjemand über Amazon mein Produkt, aber ich habe damit gar nichts zu tun. Und das ist das Großartige, denn Amazon übernimmt diese gesamten zeitaufwendigen Teile. Ja, die Lagerung, das Einpacken, den Versand, wenn der Kunde mal sagt, hey, das Produkt gefällt mir doch nicht und den Rückversand und so weiter und so fort, damit habe ich selbst nichts zu tun. Und alles, was ich letztendlich tun muss, und jetzt wird es interessant, denn das ist jetzt der nächste Step, ist, mit meinem Computer, den brauchst du auch, am Anfang ein Produkt zu finden, ja, denn das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ja schon viele Produkte und es ist jetzt wichtig, dass du nicht einfach hingehst und irgendwie ein Produkt machst, was die Kunden gar nicht brauchen oder was es schon ganz oft gibt, ja. Sondern indem du ein Produkt findest, aber einen ersten Step, und dieses von diesem Produkt dann einen Hersteller findet, der dieses Produkt für dich produzieren kann, und zwar sagen wir einfach mal 100 oder 200 Stück davon, ja, dass du es sozusagen günstig einkaufen kannst und dann über Amazon teurer verkaufst. Das ist ganz normaler Handel. Ja, das ist ein Geschäftsmodell, das gibt es seit wahrscheinlich 5.000 oder 10.000 Jahren. Ja, du hast ein Produkt, du lässt es irgendwo günstig herstellen und verkaufst es dann für mehr Geld. Das Coole eben hier durch dieses Amazon FBA ist, dass du völlig unabhängig von diesem eigenen Business zum Beispiel völlig ortsunabhängig sein kannst. Es ist egal, ob du in Kaiserslautern, in Köln, in Berlin, in Hawaii, in New York oder wo auch immer bist, weil deine Produkte, mit denen kommst du selbst gar nicht in Kontakt. Ja? Es ist auch egal, ob du gerade schläfst oder wach bist, weil Amazon übernimmt diesen gesamten Prozess. Und das ist so extrem geil bei diesem Geschäftsmodell. Pass auf. Es ist jetzt aber nicht so, und das ist auch ganz wichtig, ist Amazon FBA ein Get-Rich-Quick-Geschäftsmodell? Nein. Ist es eine Möglichkeit, wo man mit ganz wenig Aufwand unfassbar viel Geld verdienen kann? Nein. Gibt es nicht. Solche Sachen gibt es nicht. Es ist immer Arbeit. Es ist immer auch kluge Arbeit, die man tun muss, wenn man viel Geld verdienen kann. Will. Ja? Aber erstmal, es ist so gesehen möglich. Und so funktioniert das Ganze. Jetzt wird es aber richtig interessant. Denn wenn wir uns mal die Statistiken anschauen, ja, das fragst du dich ja jetzt vielleicht gerade, okay, interessant, ich kann meine Produkte verkaufen über Amazon, aber wahrscheinlich kaufen die Leute doch sowieso nur mal. Ja, oder warum sollten die Leute jetzt mein Produkt kaufen? Und da gibt es diese von Amazon selbst, diese Statistiken, dass mittlerweile 59% aller Verkäufe, ich blende das mal kurz an dieser Stelle ein, von Dritthändlern gemacht werden. Und nur noch 41% von Marken oder Amazon selbst. Und diese Tendenz ist durchgehend steigend. Das heißt, dieser Markt, den wir hier betreten, der wächst. Und du bekommst es sicherlich auch mit, der Onlinehandel an sich selbst. Das heißt, die Anzahl der Kunden und das Geld, was sie auf Amazon ausgeben, auch das wächst. Das bedeutet, jetzt gerade haben wir natürlich schon viele Leute, die auf Amazon verkaufen, aber dadurch, dass dieser Markt in einem Wachstum ist, das heißt, jeden Tag neue Kunden dazukommen, mehr kaufen auf Amazon, mehr Geld sozusagen auf Amazon umgesetzt wird, so gibt es auch jeden Tag neue Chancen, neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen, gute Produkte zu finden und diese Produkte zu verkaufen. Bevor ich jetzt zu sehr ins Detail gehe, ich werde dir gleich eine Empfehlung aussprechen, wenn dich das bis jetzt schon mal interessiert hat. Wir gehen jetzt aber noch einen kurzen Step weiter und du fragst dich jetzt nämlich bestimmt auch noch, okay,
Niklas, ich bin jetzt hier gerade vor meinem Computer. Ich habe vielleicht schon zwei, dreimal ungefähr was von Amazon FBA gehört, aber ich habe 1000 Fragen in meinem Kopf. Welche Produkte sind gut? Wo soll ich denn bitte als normalsterbliche Person einen Hersteller für solche Produkte ausfindig machen? Wo kann ich die günstig kaufen und teuer verkaufen? Wie soll das funktionieren? Und all das sind jetzt gerade Fragezeichen. Ja? Und ich sage dir ehrlich, es wird Zeit brauchen, bis du diese Fragezeichen löst. Das ist genauso, wie wenn du in einem neuen Spiel, zum Beispiel ein Gesellschaftsspiel, anderen Leuten zuguckst. Ja? Du siehst zu und du denkst, ah, interessant, interessant, aber du hast noch ganz viele Fragen. Wie funktioniert das? Wie funktioniert dies? Und dafür brauchst du einfach Zeit. Dafür musst du selbst mal spielen oder jemandem beim Spielen wirklich ein bisschen länger zugucken. Deswegen habe ich ein cooles Video aufgenommen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo ich dir jeden Step da mal erzählt habe. Hier auf YouTube kannst du einfach auf meinem Kanal schauen. Gerne auch abonnieren, wenn dich das Thema näher interessiert. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Ich will noch ganz kurz hingehen und dir sagen, dass du als ganz normaler Mensch jetzt gerade ohne Vorkenntnisse mit diesem Geschäftsmodell nicht erfolgreich werden wirst. Aber das Coole ist, dass wir heutzutage über das Internet die Möglichkeiten haben, dass du dir diese Kenntnisse in einer relativ kurzen Zeit aufbaust, das Wissen bekommst, wie findest du vernünftige Produkte, denn da gibt es tolle Möglichkeiten, das Wissen lernst, hey, wo kannst du denn als Normalperson an Hersteller herantreten? Davon gibt es tausende von Möglichkeiten, das ist unfassbar, man muss es nur eben erstmal wissen. Vielleicht wusstest du bis gerade eben noch nicht mal, dass über 50% der Verkäufe auf Amazon von Dritthändlern passieren, obwohl du selbst einer ihrer Kunden bist. Vielleicht hast du sogar schon mal eins meiner Produkte gekauft. Ja? Und dieses Video solltest du nutzen als eine Wissenseröffnung, dass du jetzt im Verhältnis zu diesen Millionen Kunden, die es auf Amazon gibt, vielleicht auf die andere Seite treten kannst und anfängst, mit diesen Millionen von Kunden Geld zu verdienen, mit einem Geschäftsmodell, was griffig ist, weil Amazon offensichtlich kein Scam oder eine Plattform ist, wo niemand was kauft. Ja? Sondern das ist real. Und das ist der Grund, warum ich damals damit angefangen habe. Deswegen jetzt die Empfehlung für dich. Schau dir das Schritt-für-Schritt-Video an, wenn du dich für dieses Geschäftsmodell interessierst, wenn du mehr wissen möchtest, wenn du jetzt auch etwas mehr Zeit übrig hast, das Schritt-für-Schritt-Video ist etwas länger. Wenn nicht, abonniere jetzt den Kanal und komm später zurück und schau dir das unbedingt an. Also, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann in dem Schritt-für-Schritt-Video oder in einem anderen Video auf meinem Kanal. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal ciao.